Grüezi miteinander. Grüezi miteinander und herzlich willkommen zur HRM2-Präsentation von Cresus. Cresus HRM2 ist Ihr wirksames Arbeitsinstrument für Ihre Verwaltung. Wir dürfen Ihnen zuerst die Agendierung vorstellen. Als erstes schauen wir Lizenzen und Updates an, Preise und Supportorganisation von uns. Dann dürfen wir Bezug nehmen auf unsere HRM2-Lösung in der Finanzbuchhaltung, in der Lohnbuchhaltung und in der Faktur, als auch Ihnen aufzeigen, was für Auswertungsmöglichkeiten bestehen. Gerne tun wir uns zuerst vorstellen bei Ihnen. Wir sind die Firma EPSITEC SA, die Herstellerin von Cresus Unternehmenssoftware, Lösungsanbieterin für kleinere KMU und Verwaltungen. Cresus ist Nummer 1 in der Westschweiz, ist Pionier seit 1978. Wir haben den Sitz in Yverdon-les-Bains und wir haben in der Deutschschweiz in Winterthur ein Team für die Deutschschweiz. Unsere Software wird zudem zu 100% in der Schweiz produziert. Das ist unser Team. Wir sind rund 30 Mitarbeitende und freuen uns immer wieder, für Sie da zu sein. In der Schweiz haben wir rund 35'000 Anwenderinnen und Anwender in allen Branchen. Wir haben das Modul Cresus Lohnbuchhaltung als Nebenbuch. Wir haben Cresus Finanzbuchhaltung HRM als Hauptbuch Finanzbuchhaltung und wir haben das Modul Cresus Faktura, wo Debitoren, Kreditoren und Lagerbewirtschaftung beinhaltet. Wie ist Cresus verfügbar oder wie kann ich Cresus Unternehmenssoftware einsetzen? Wir haben verschiedenste Möglichkeiten, das heisst, Sie können Cresus in Form von Client-Server-Installationen verwenden, mit einer normalen Workstation. Wir haben Cresus Synchro, das heisst, Ihre Benutzer können standortunabhängig arbeiten und dennoch auf alle Daten zugreifen. Also der Benutzer in der Lohnbuchhaltung kann irgendwo in der Westschweiz sitzen und Ihre Benutzer in der Finanzbuchhaltung HRM-Lösung kann zum Beispiel im Kanton St. Gallen sitzen und dennoch können Sie miteinander arbeiten. Dann haben wir den Terminal Server als Lösung, wo mehrere Clients können darauf zugreifen. Und selbstverständlich sind unsere Produkte auch als Cresus Cloud-Lösung verfügbar. Wie ist unsere Preisbildung aufgestellt? Wir haben eine Finanzbuchhaltung HRM für einen Benutzer. Wir schauen da alles mal für einen Benutzer an. Das heisst, wir haben einmalige Lizenzpreise. Die Finanzbuchhaltung kostet 2400 Franken, exklusiv Mehrwertsteuer. Die Update-Gebühren für die Finanzbuchhaltung, die sind jährlich wiederkehrend. Das beläuft sich auf 480 Franken, exklusiv Mehrwertsteuer pro Jahr. Auch für den Lohn und für die Fakturenlösung haben wir einmalige Lizenzgebühren und auch bei den Update-Gebühren ist das entsprechend jährlich wiederkehrend. Sie sehen schnell, dass das immer 20% sind vom Lizenzpreis, wo die Update-Gebühren beinhaltet. Mit den Update-Gebühren tun wir Ihnen immer die neuesten Versionen zur Verfügung stellen. Die neuesten Technologien sind verbaut in unserem Produkt und selbstverständlich alle Gesetzesänderungen und Anpassungen stellen wir Ihnen frischgerecht zur Verfügung. Dann haben wir natürlich noch Cloud-Lösung. Die Cloud-Lösung stellt sich Preisbildung monatlich insofern dar, dass wir eine einmalige Aufschaltgebühr haben von 48 Franken. Wir haben dann monatlich wiederkehrend den Zugriff auf Cloud, 26 Franken für einen User. Wir haben Microsoft Office-Produkte, die Sie zusätzlich erwerben können, sollten Sie das nicht bereits bei sich installiert haben. Das heisst, Sie können zum Beispiel Lohnabrechnungen können Sie als PDF aufbereiten. Sie können aber auch Finanzdaten in Excel exportieren. Dann haben wir die Finanzbuchhaltung HRM-Lösung, 96 Franken. Lohnbuchhaltung bei 22 Franken. Und Fakturenlösung bieten wir monatlich für 44 Franken an. Auch das sind Preisbildungen exklusiv Mehrwertsteuer. Wir dürfen Ihnen noch schnell Dienstleistungen und Support präsentieren. Wir haben Dienstleistungskosten für Installation, Einrichtung, Schulung und Support, die wir je nach Aufwand verrechnen. Da dürfen Sie selbstverständlich frei wählen, ob Sie unsere Unterstützung benötigen oder nicht. Cresus ist sehr, sehr benutzerfreundlich aufgebaut. Insofern haben wir einen Stundensatz, wenn Sie unsere Dienste für den Anspruch nehmen wollen, von 168 Franken exklusiv
Mehrwertsteuer auf die Stunde. Weiter haben wir auch ein Supportcenter, das täglich von 9 bis 12 am Vormittag für Sie zur Verfügung steht und von 2 bis um 4:30 am Nachmittag, wo Sie sich gerne telefonisch dürfen melden und mir entsprechend auf Ihre Fragestellungen können eintreten. Selbstverständlich dürfen Sie auch ein Ticket direkt eröffnen. Sie haben auf unserer Internetseite, können Sie eine Anfrage auch schriftlich einreichen und unsere Kollegen vom Support tun das so schnell wie möglich abhandeln, damit Sie so schnell wie möglich auch entsprechende Rückmeldung haben. Für weiterführende Informationen steht Ihnen unsere Internetseite www.cresus.ch zur Verfügung und neu auch unsere Seite support.cresus.ch. Die zwei Seiten würde ich Ihnen gerne noch ganz schnell zeigen. Wie bereits erwähnt, finden Sie auf unserer Internetseite weitere Informationen rund um unseren Service und rund um unsere Produkte. Weiter haben Sie da die Möglichkeit, dass Sie einen Download von einer Demo-Version machen können. Also Sie dürfen das sehr gerne mal testen, die HRM-Lösung. Zudem, zusätzlich zu unserer Internetseite steht Ihnen unsere support.cresus.ch-Seite zur Verfügung. Die Seite beinhaltet effektiv alles rund um die wichtigsten Themen bei Fragestellungen. Das heisst, wir haben im einleitenden Teil alle Handbücher, die zur Verfügung stehen. Wir haben weiter eine Wissensdatenbank, wo Sie Tipps und Tricks nachlesen können, wo wir auch die häufigsten Fragen beantworten. Dann, wenn wir weiter runtergehen, haben wir auf der linken Seite nochmal unsere Supportnummern mit den Zeiten, wie wir erreichbar sind. Und wir haben natürlich auch ein Schulungsangebot, wo Sie uns sehr gerne kontaktieren dürfen. Und im unteren Teil haben wir das Cresus-Bulletin, wo wir Sie jeweils zwischen 3 bis 4 Mal jährlich mit den wichtigsten Informationen dürfen versorgen, wenn Sie sich anmelden, was selbstverständlich als optional zu betrachten ist. Darin tun wir Sie informieren über die neuesten technologischen Entwicklungen. Wir tun Sie aber auch jetzt gerade aktuell, sicher letztes Jahr, die ganzen Kurzarbeitsentschädigungen informieren, damit Sie immer auf dem Laufenden sind und sich effektiv auf Ihr Kerngeschäft können konzentrieren. Jetzt wechseln wir doch einmal zum interessanten Teil und zeigen Ihnen gerade live zeigen, wie Cresus Finanzbuchhaltung HRM aussieht, anhand von einer Live-Demo. Das heisst, ich bin da jetzt bereits im Kontenplan rein. Ich würde jetzt einfach eine neue HRM2-Buchhaltung eröffnen. Ich kann über Datei, neue Buchhaltung. Es kommt automatisch ein Assistent hoch, wo mir hilft, die neue Buchhaltung anzulegen. Cresus ist übrigens mandantenfähig. Also das heisst, wenn Sie zusätzlich noch Zweckverbände haben, etc., können Sie natürlich so viele Mandanten anlegen, wie Sie wollen, für den gleichen Preis. Ich gehe jetzt einmal auf Weiter und sage, ich möchte jetzt eine gänzlich neue Buchhaltung erstellen. Da habe ich bereits die Möglichkeit, einen HRM2-Kontenplan auszuwählen. Das ist einfach so, wir haben uns an die Finanzdirektorenkonferenz gehalten und haben einfach die Basis entsprechend aufbereitet. Also Sie müssen schauen, dass Sie selbstverständlich die kantonalen Gegebenheiten oder kommunalen Gegebenheiten noch einfliessen lassen, Ihren Kontenplan zu einem späteren Zeitpunkt. Ich entscheide mich jetzt für eine Bürgergemeinde, gehe auf Weiter, ich kann hier einen Namen geben, also ich sage jetzt einfach hier Bürgergemeinde und gehe auf Weiter. Jetzt fragt mich das System, in welcher Periode das ich buchen will, also von wann bis wann dauert mein Geschäftsjahr. Ich kann das hinterlegen, habe aber zu einem späteren Zeitpunkt auch wieder die Möglichkeit, die Anpassungen selbstverständlich durchzuführen. Ich gehe auf Weiter. Wir haben noch einen ganz kleinen Teil bei unserer Bürgergemeinde, der ist mehrwertsteuerpflichtig und dort setzen wir die effektive Methode ein. Also lasse ich das so stehen, sage Weiter. Wir sind dort effektiv vereinbart. Das ist also völlig in Ordnung. Jetzt fragt er mich auch, sind wir vereinbart oder sind wir vereinnahmt? Und welchen Abrechnungsrhythmus haben wir? Ich sage, es ist vierteljährlich. Etwas anderes hätten wir mit der eidgenössischen Steuerverwaltung nicht vereinbart. Ich gehe darauf weiter. Wir haben einen Normalsatz. Da könnte ich auch einen reduzierten Satz angeben. Selbstverständlich ist Cresus Finanzbuchhaltung HRM auch für Saldo- oder Pauschalbesteuerung ausgelegt. Ich gehe auf Weiter.
Er gibt mir nochmal eine kleine Übersicht und sagt, jawohl, Bürgergemeinde 2021, also ich sehe, der hat das Jahr angehängt und den Speicherort, wo meine Finanzbuchhaltung abgeleitet wird. Das kann ich natürlich ändern, wenn ich das wünsche. Ich gehe auf Weiter. Ich habe jetzt nochmal auch die ganzen Mehrwertsteuerinformationen. Wo werden meine Daten abgeleitet und wie lange dauert mein Geschäftsjahr? Wird mir nochmal angezeigt. Sollte jetzt etwas nicht so sein, wie es müsste, könnte ich wieder auf zurück und das anpassen. Bei uns ist jetzt aber alles in Ordnung und er setzt mich da unten gerade direkt den Haken. Jetzt direkt zu den weiteren Einstellungen gehen. Das müssen wir in unserem Fall nicht machen, weil er hat mir eigentlich schon alle Parameter direkt gesetzt und ich kann jetzt sagen, beenden. Sie sehen jetzt im oberen Teil, er tut mir automatisch die Bürgergemeinde auf. Ich habe den Mandant bereits zur Verfügung. Wir haben sehr viele Standarddaten da drin, respektive natürlich keine Journaldaten. Da starten wir selbstverständlich von grüner Wiese, aber vom Parametrierungsaufwand ist es in der Finanzbuchhaltung sehr gering gehalten. Ja, schauen wir mal den Kontenplan an. Also wir haben jetzt festgestellt, dass ich finde jetzt, es ist relativ klein. Ich sehe zwar jetzt da meine Konten, aber ich finde es ein bisschen klein. Also wenn ich jetzt auf Kontrolle und das Pluszeichen gehe, kann ich selbstverständlich Bildschirmgröße auf meine Bedürfnisse anpassen und genau gleich verhaltet sich das. Umgekehrt, mit Ctrl und Minus kann ich die Schriftgröße entsprechend wieder verkleinern, wenn ich das wünsche. Dann wechseln wir doch am ersten Mal ins Journal. Jetzt ist natürlich, wie ich Ihnen bereits angekündigt habe, im Journal rein, habe ich jetzt keinen Wert, also sind noch keine Buchungen abgesetzt worden. Also wechsle ich doch einfach schnell den Mandant. Ich gehe wieder auf meinen Testmandant-Retour. Da sehen Sie ja schön, wie schnell und einfach Sie zwischen einzelnen Geschäftsjahren können hin und her wechseln oder verschiedene Mandanten können aufrufen. Ich gehe zurück in den Test und sage, ich will nochmal ins Journal. Also wir können eigentlich anfangen buchen. Das heisst, wir buchen doch jetzt gerade mal etwas. Wir haben auf den unteren Zielen, sehen Sie das sehr gut. Wir können zuerst eine Datumseingabe treffen. Wir können mit der Tab-Taste können wir weitergehen. Wir haben in unserem Produkt eine vollindexierte Suche. Das heisst, ob ich jetzt eine Kontonummer eingebe oder ob ich einen Text eingebe, spielt uns keine Rolle. Das heisst, ich gebe doch jetzt einfach einmal ein Aktivkonto mit. Das heisst, ich suche jetzt da mal schnell. Voilà, das ist PostFinance und die wird jetzt bebuchen, das Geld reinkommen. Ich gehe mit der Tab-Taste auf die Habenposition und auf der Habenposition hat jetzt ein Anwohner hat uns seinen Fischereischein gezahlt. Das heisst, ich tue jetzt die Funktion auswählen und entsprechend den Aufwand dazu. Jawohl, er schlägt mir das gerade vor, das ist ja wunderbar. Dann kann ich mit Enter bestätigen, also ich habe Funktion und Artengliederung bereits drin. Da sind wir auf der Belegnummer, ich kann weitergumpen und kann da sagen, Fischereischein. Dann gehe ich mit der Tab-Taste weiter. Der Fischereischein für ein Jahr kostet bei uns 80 Franken. Ich gebe 80 Franken ein, tue das mit Enter bestätigen und die grüne Position, die Sie da oben sehen, also die Buchung ist abgesetzt. Dann möchte ich nochmal auf den Kontenplan retour. Wir haben im oberen Teil, sehen Sie das sehr schön, wir haben die einzelnen Konten, wir haben die Datengliederung, die Sie sehen, und wir können auch einen Schnellfilter zum Beispiel zur Rate ziehen. Und jetzt würde ich wahnsinnig gerne mal schnell nach Funktion suchen. Ich gebe das einmal ein. Und Cresus tut mir automatisch, ich kann natürlich jetzt abscrollen oder ich kann auch direkt danach suchen. Et voilà. Und er zeigt mir direkt eine Funktion Finanz- und Steuerverwaltung an. Und entsprechend schnell kann ich eruieren, welche Funktionen ich für welche Artengliederung in Kombination beim Buchen kann verwenden. Weiter haben wir eingangs gesagt, dass wir Mehrwertsteuerpflicht haben auf dem Mandant. Und selbstverständlich, damit mir das Buchen nachher einfacher fällt, damit ich nicht jedes Mal manuell den Steuercode muss setzen, kann ich das natürlich direkt auf der Arte hinterlegen. Das heisst,
Ich habe da, Sie sehen das da in der Spalte MWST, habe ich jetzt zum Beispiel den Code VSIB. Also ich würde sagen, der übrige Personalaufwand, Schulungsaufwand ist immer mit Vorsteuer aus Investitionen und übrigen Betriebsaufwand zu buchen. Und selbstverständlich kann ich den Code so setzen. Sie sind jedoch jederzeit frei, dass Sie beim Buchen den Code wiederum können übersteuern. Es ist eine reine Hilfestellung. Wechseln wir jetzt doch am besten in die Lohnbuchhaltung, wo meine Kollegin Ihnen eine Live-Demo präsentieren würde. Gerne stelle ich Ihnen Cresus Lohnbuchhaltung und Ihre wichtigsten Funktionalitäten vor. Wenn Cresus Lohnbuchhaltung geöffnet wird, erscheint das Dashboard mit der Gesamtübersicht. Auf der linken Seite haben Sie zuerst Informationen zu Ihrem Unternehmen. In der Mitte sind die ganzen Angestellten erfasst, die Mitarbeitenden, die Sie bereits haben oder vielleicht auch müssen noch neu erfassen. Auf der rechten Seite arbeitet man mit Schnellfunktionalitäten, zum Beispiel wenn Sie einen Umzug dürfen melden. Im Bereich der Vorlagen geht es um die Auswertungen respektive Live-Ansichten. Wenn Sie zum Beispiel mal einfach alles sehen wollen, alle Bruttolöhne oder alle bezahlten Löhne, können Sie das mit einer Schnellansicht betrachten. Wichtig dabei ist, dass wir jetzt eigentlich einmal in die Lohnverarbeitung hinein wechseln und gehen für das auf die Funktion da oben Jahresübersicht. Auf der Jahresübersicht können wir die Hauptverwaltung der Löhne verarbeiten. Das heisst, auf der Vertikale sieht man die Mitarbeiterstammdaten. Da dahinter befindet sich neben dem Namen natürlich auch die ganzen Personalstammdaten. Auf der Horizontalen sehen wir Perioden, respektive die Löhne. Da drin können wir jetzt erkennen, dass sämtliche Löhne bis und mit August verarbeitet sind. Die leeren Perioden, wie zum Beispiel September und Oktober, sind noch gar nicht verarbeitet. Jetzt könnten wir miteinander einmal den Septemberlohn verarbeiten. Dafür kann man unter der Personalmenüliste auswählen, alle Löhne erstellen. Jetzt werden sämtliche Personalstammdaten, die eingestellt sind, also zum Beispiel, ob jemand Monatslohn hat oder Stundenlohn, gezogen und berechnet. Wir wählen hier jetzt für den Monat September aus und sagen, okay, dass er die mal berechnen soll. Das geht selbstverständlich im Moment, weil er zuerst alle Daten muss anziehen und verarbeiten. Sie sehen das von einem entsprechenden Balken, der uns zeigt, wie weit er in der Verarbeitung ist und wartet das entsprechend an. Sobald die Verarbeitung durch ist, erscheint jetzt in der Spalte September die entsprechende Zahl pro Mitarbeitenden. Wie Sie jetzt erkennen können, ist zum Beispiel bei der Amstutz Priska 0 eingetragen. Das ist selbstverständlich ein Stundenlöhner, wo jetzt natürlich die Eingabe der Stunden anfällt. Jetzt kann man hier auf der Septemberperiode mittels Doppelklick den Lohnlauf auftun. Und jetzt geht der Cursor automatisch auf die Lohnart gearbeitete Stunden. Da kann ich jetzt noch die Stunden erfassen und Sie sagen, Sie hat jetzt diesen Monat zum Beispiel 100 Stunden geschafft, mit Enter bestätigen und der Lohn wird automatisch berechnet. Zeitgleich kann ich jetzt auf jedem Lohn auch noch Anpassungen vornehmen. Ich habe jetzt zum Beispiel auch festgestellt, dass der Herr Achermann kommt noch eine einmalige Zahlung über diesen Monat. Doppelklicken bei ihm und kann jetzt auf den verschiedenen Laschen und Register entsprechend das eingeben, was noch fehlt. Jetzt gehen wir bei ihm mal in die Prämien rein und könnten zum Beispiel sagen, er kommt noch einen Bonus über den Monat, der vom Vorjahr noch vorhanden ist. Jetzt tun wir da, kann ich manuell eingeben, wie viel das ist, mit Enter bestätigen und es rechnet das automatisch auf. Damit wir das auch ein bisschen veranschaulichen können, schauen wir uns einmal eine Lohnabrechnung an. Über die Funktion der Lupe oder auch drucken, können Sie das Ganze in einer Vorschau anschauen. Wir haben ein grosses Set an Standardauswertungen. Da sind die Lohnabrechnungen dabei, verschiedenste Schemen oder kumulativ schon mal, die Sie verwenden können. Wir brauchen jetzt gerade in dem Moment die Lohnabrechnung, die wir würden anschauen und können so feststellen, jawohl, wir haben bei ihm den Monatslohn plus das mal eben noch die individuelle erfasste Bonuszahlung. Unten durch entsprechend die verschiedenen Abzüge, die Sie aus anderen Verarbeitungen bestens kennen. Gerne schauen wir miteinander auch noch schnell die Lohnabrechnung an für den Stundenlohn. Da klicken wir zu der Frau am Stutz, gehen auch wieder zur Seitenansicht und schauen das Ganze an.
sehen jetzt jawohl Stundenlohn, Feriengeld und Viertelszuschläge plus den 13. und die ganzen Abzüge. So kann ich jeden einzelnen Lohn nach durcharbeiten, anpassen und sobald ich mit den Berechnungen einverstanden bin, kann ich mich dann um die Zahlung kümmern. Für das haben wir oben die Funktion ISO. Die Funktionalität erstellt von unserem eingegebenen Bankkonto, das wir selbstverständlich hinterlegen, automatisch ein PIN 001. Wir sagen jetzt für welchen September und dann ganz wichtig, das Zahlungsdatum. Das Zahlungsdatum entspricht dem Valutadatum der Bank. Also wir würden jetzt gerne am 25.09. überweisen. Ich kann das Bankkonto auswählen, wo ich es darüber laufen lasse, kann das Ganze mit OK bestätigen und komme auf die sogenannte Zahlungsliste. Ich kann die jetzt auch noch ein bisschen vergrössern, damit ich auch sehe, was wo überall gültig ist. Ich könnte ja in dem Moment noch sagen, nein, für die Person warte ich noch mit der Zahlung und nehme das Ganze raus. Wie Sie sehen, wird auch durchs Häkli ganz da unten total von der Zahlung angepasst und Sie sehen dann, was schlussendlich auf die Bank rausgeht. Sobald man auf OK geht, kann man dann das File entsprechend abspeichern und für Ihr E-Banking bereitstellen für die Auslösung. Ich tue jetzt in dem Moment hier abbrechen, da wir jetzt nicht gerade in eine Bankzahlung einsteigen wollen. Wir haben in dem Moment jetzt die Möglichkeit gehabt, dass wir die Zahlung auslösen und haben gesehen, wie man eine Lohnabrechnung anzeigen kann. Wir können Lohnabrechnungen auch per E-Mail versenden. Dazu kann man auf die Funktion drücken, auch jederzeit sagen, ich möchte das per E-Mail verschicken. Wichtig dazu ist, dass Sie Ihren Server, also Ihren Mail-Server für das Unternehmen hinterlegen, plus jeder Mitarbeitende braucht seine persönliche E-Mail-Adresse und selbstverständlich ein Passwort. Denn nur mit einem Passwort lässt sich nachher die Lohnabrechnung öffnen, da es sich doch um sehr persönliche Daten handelt. Gleichzeitig sehen wir auf der rechten Seite noch, dass alles aus der Kresus Lohnbuchhaltung, wo als Auswertung vorhanden ist, kann auch in PDF erzeugt werden oder auch in ein CSV exportiert werden. Wir verlassen jetzt den ganzen Teil der Auswertungen und gehen in einen wichtigen Bereich, die ganze ELM-Meldungsthematik. Wir haben dafür ein eigenes Dashboard gebaut, das sogenannte Swissdeck Interface. Das finden Sie hier oben. Das kleine Schweizer Kreuzchen, das wir jetzt entsprechend anklicken. Im Swissdeck Interface haben wir zwei verschiedene Modi. Das ist einerseits die ganze Produktion und auf der anderen Seite der Testmodus. Bei beiden kann man einerseits die gleichen Daten anschauen und verarbeiten, auf der einen Seite natürlich nur testen und auf der anderen Seite die Produktion dann auch effektiv übermitteln. Wir würden jetzt die Lohnabrechnung selber verlassen und schauen wir mal, was es alles braucht, damit man überhaupt den Lohn verarbeiten kann. Dazu muss man natürlich zuerst einmal die Unternehmensstammdaten einrichten. Die findet man unter dem Menüreiter Unternehmen. Und als allererstes braucht es Stammdaten. Die Stammdaten umfassen neben ihren Firmeninformationen auch dann das eigene Bank oder die beiden Bankkonten für Zahlungen und Firmennummern wie die UID oder zum Beispiel auch Bohrnummern. Neben diesen ganzen Daten macht ein zentraler Punkt auch der Bereich Versicherungen aus. Für jede Form von Versicherung, also auch für die Ausgleichskasse, für die Familienausgleichskasse, für das UVG, UVGZ, KTG, BVG gibt es jeweils einen entsprechenden Reiter, den man einrichten kann. Man sieht jetzt zum Beispiel hier, das UVG 1 ist jetzt in diesem Fall ZUVA, wo man mit der entsprechenden Vergodung dann auch sieht, welchen Abzug man pro Mitarbeiter anwenden sollte. Wichtig dazu ist, dass man da Swissdeck-Nummern hinterlegt. Die Lohnbuchhaltung hat eine Swissdeck-Schnittstelle für sämtliche Sozialversicherungsanbieter, auch für die Ausgleichskassen. Wir können Quellensteuer übermitteln digital. Wir tun auch die Lohnausweise verschicken an die verschiedenen kantonalen Steuerämter. Das ist alles automatisiert in der Lohnbuchhaltung enthalten und kann über das Swissdeck-Interface verarbeitet werden. Da drinnen bei der SUVA, das ist jetzt die Swissdeck-Schnittstelle Nummer S999, ist die Verknüpfung bereits eingegeben. Nach den Einrichtungen der verschiedenen Sozialversicherungen tut man dann auf dem jeweiligen Mitarbeiter hinterlegen, in welchem Code das er zugeordnet ist.
Jetzt tun wir das Ganze wieder schliessen und gehen dann mal auf so einen Mitarbeiter rein, wie sehen denn die Daten aus. Im Gegensatz zur Verarbeitung vom Lohn, wo wir jeweils auf den Monat geklickt haben, tun wir jetzt die jeweiligen Namen doppelklicken. In dem Moment sagt er mir, ob ich etwas bearbeiten möchte oder ob ich es nur anschauen möchte. Im Moment möchte ich es mal noch kurz anschauen. Auch da hat es diverse und sehr ausführliche Laschen für die Mitarbeiterstammdaten. Am Anfang fängt es an mit den ganzen Personalien, geht dann weiter in den Laschen mit den Stammdaten, die dann definiert, ist jemand im Monatslohn, im Stundenlohn, hat er noch Zuschläge, hat er einen Rezenten, wie ist das Ganze geregelt. Bank ist selbstverständlich seine Auszahladresse, wo man auch den Lohn überweist. Wichtig ist dahingehend, wenn Sie Quellensteuer haben, ist die vollständige Verarbeitung von der Quellensteuer nach der Vorgabe 2021 abgebildet. Es braucht einfach die ein oder andere Information mehr. Wenn ich jetzt das Herzchen mal auftue, sehen Sie, wie viele Informationen Sie einfach zusätzlich können führen. Wie vorher angesprochen, können Sie bei jedem Mitarbeiter dann die verschiedenen Codes von den Versicherungen, die Sie eingangs eingestellt haben, hinterlegen und auswählen. Es gibt auch noch diverse weitere Laschen von Lohnausweis, die man automatisch nachher hinterlegen kann, falls etwas Spezielles zu erwähnen wäre, bis hin zu vielleicht Spesen oder andere Daten sind darüber möglich. Da wir uns ja vor allem im Bereich vom HRM2 bewegen heute, würde ich sehr gerne in die Verbuchung eintauchen. Bei der Verbuchung ist es so zu betrachten, dass wir unter einem Unternehmen in der Lasche Verbuchung sehen, dass wir jede einzelne Lohnart mit einer Kontierung versehen haben. Man sieht oben auf der einen Seite, das ist jetzt der Monatslohn, wo kontiert worden ist, Sollkonto und Habenkonto. Wie man hier dazu sieht, ist einfach das entsprechende Sachkonto, also die Art definiert. Und die Funktion holt er mit diesen grösser gleich und kleiner Gleichzeichen versehenen 1 und 2. Die bedeutet, dass es direkt an den Mitarbeiter zieht, damit man die Verbuchung sicherstellen kann. Wenn wir hier rausgehen, sieht man das auf dem Mitarbeiter gut. Ich tue die Mitarbeiterstammdaten nochmal auf, dass man die Möglichkeit hat, unter Sonstiges, hat man da dann Funktion respektive in die fortlaufende Nummer. So kann das System automatisch pro Mitarbeiter die funktionelle Verbuchung dann vornehmen und ist 1:1 verknüpft mit der Finanzbuchhaltung, die Sie voran gesehen haben. An dieser Stelle würde ich sehr gerne weitergeben an meinen Kollegen für den Bereich Fakturierung. Im Crisus Factura habe ich zuerst beim Einsteigen einfach ein Dashboard. Das heisst, ich sehe von links nach rechts sehe ich Lieferantenrechnungen, die ich erfassen kann und Bestellungen. Ich habe Kreditoren. Ich habe Artikel und Dienstleistungen. Ich habe Kunden. Und ich kann Kundenrechnungen erstellen, selbstverständlich. Das Dashboard stellt sich so dar, dass ich eigentlich jederzeit auf das Ganze zugreifen kann. Weiter sehe ich da, ich habe im Moment 3 nicht zahlte Lieferantenrechnungen und ich habe im Moment auf der Gegenseite aber auch Debitorenrechnungen, die noch nicht gezahlt sind, 45 am Stück und 44 von meinen Kundinnen und Kunden haben leider bereits den Mahnstatus 1 erreicht. Gehen wir doch mal schauen, wie ich so einen Artikel erfasse. Ich kann auf die Artikeldatenbank gehen. Und ich habe bereits auf der linken Seite gewisse Komponenten erfasst. Also ich nehme jetzt hier die jährliche Kundensteuer. Ich habe eine Bezeichnung eingegeben. Ich kann das hier weiter kodieren. Ist eine Lieferung, ist eine Dienstleistung und so weiter. Ich sage jetzt einfach, es ist eine Lieferung. Einheit sage ich ein Stück. Standardmenge ist 1. Und der Verkaufspreis ist bei 100 Franken. Rechts habe ich noch die ganze Steuerung von der Mehrwertsteuer und ich kann auf der rechten Seite sogar noch eine Zuordnung machen und sagen, das sind Gebühren. Das ist durchaus sinnvoll, wenn Sie spezifisch etwas noch auswerten zu einem späteren Zeitpunkt. Auch da sehen Sie, ich habe ein Verkaufskonto hinterlegt, das ist die Hundesteuern und ich kann da natürlich direkt auf meinen Finanzbuchhaltungskontoplan von Cresus zugreifen. Ich habe also den Artikel jetzt hinterlegt. Den kann ich also verwenden, insofern
Das heißt, ich gehe jetzt zuerst mal auf den Kunden. So. Du da mal schnell nach Kunden suchen. Ich sage jetzt einmal explizit, ich möchte jetzt einfach mal alle Anwohner sehen. Und ich sehe da zum Beispiel Letizia Bär. Wunderbar. Die hat einen Hund. Die muss jetzt Hundesteuer zahlen. Und entsprechend kann ich einfach auf der rechten Seite sagen, neues Dokument erstellen. Schlägt er mir dann mal Letizia Bär vor. Ich will eine Rechnung erstellen. Würde ich aber ein Angebot erstellen oder würde ich einen Lieferschein erstellen? Entsprechend anders geschlüsselt, haben wir das Layout hindurch. Es wird nicht nur der Betreff angepasst, sondern zum Beispiel auf dem Lieferschein haben Sie dann gerade auch einen integrierten Teil auf dem Standard-Layout, wo Sie können unterzeichnen, wenn die Ware ausgeliefert ist und der Empfänger kann das dann gerade visieren. Gut. Ich sage jetzt da, jawohl, das ist in Ordnung. Ich will für Frau Bär jetzt die Hundesteuer in Rechnung stellen. Sie sehen jetzt, er wechselt da oben direkt in die Rechnungsdatenbank. Ich habe jetzt die Möglichkeit, dass ich da auf den Aktualisierungs-Button kann drücken. Und ich bin jetzt in einem Suchmodus. Also ich kann jetzt einfach eingeben, Hundesteuer, oder? Wir haben ja sehr viele Artikel bei uns in der Gemeinde. Und das gebe ich so ein, jährliche Hundesteuer. Und ich sehe da gerade, jawohl, 100 Franken. Also er zieht mir gerade automatisch den Vorschlag, den ich auf dem Artikel hinterlegt habe, selbstverständlich. Ich wäre natürlich jetzt auch noch in der Lage, zum sagen, ja, jetzt haben wir halt vielleicht noch ein Hundehalsband. Haben wir verkauft. Das ist nicht üblich, aber wir haben so einen kleinen Ausstellungskasten und das hat noch 50 Franken gekostet. Das gebe ich jetzt mal exklusiv Mehrwertsteuer ein. Ich hätte da noch die Möglichkeit von einer Rabattierung. Versandkosten könnte ich sogar noch mitgeben. Aber ich tue das jetzt so einfach einmal bestätigen, den Datensatz. Gut. Die Rechnung für Frau Bär ist also erstellt. Das heißt, ich kann auf der rechten Seite in die Druckvorschau gehen. Ich kann sagen, jawohl, zeig mir doch die Rechnung bitte mal an. Schauen wir mal, was passiert. Da ist meine Rechnung und Sie sehen bereits, es ist mit QR-Code, also wir haben das bereits im Standard integriert. Sie haben beides zur Verfügung, bis die Übergangsfrist bis Ende September abgelaufen ist im 22. Können Sie also sich entscheiden, möchte ich noch ESA-Rechnungen ausgeben, mit einer Referenzziele oder möchte ich QR entsprechend ausgeben. Wir haben uns jetzt hier in dem Beispiel für eine QR-Rechnung entschieden. Und so könnte man jetzt die Rechnung entsprechend rauslassen. Selbstverständlich habe ich noch andere Möglichkeiten. Wenn Sie sagen, ja, also wir lassen ja für unsere Anwohner so viele Rechnungen raus, da würde ich jetzt nicht unbedingt jeden Artikel einzeln müssen gut erfassen, dann haben wir natürlich andere Instrumente zur Verfügung, damit wir das so ein bisschen vereinfacht können handeln. Das heisst, ich gehe nochmal zurück zu der Frau Bär in Kundenstamm hinein. Und da sehen Sie, also die ganze Adresserfassung ist sehr einfach gelöst übrigens. Sie können auch da direkt ein E-Mail hinterlegen. Sie können auch direkt Google Maps Verknüpfung haben wir integriert. Und so weiter und so fort. Bei dieser Kundin sage ich jetzt gut, ich würde das nicht jedes Mal, weil die tut eigentlich immer das Gleiche beziehen, jedes Jahr. Also gehe ich auf Diverses und sage da, ich tue doch jetzt gerade einmal schnell da unten die Hundesteuer hinterlegen, dann muss ich das nicht jedes Mal neu liegen. Und dann kann ich da sagen, holen, dann das heisst, da holt man die Informationen, und da holt man den Preis entsprechend. Sehr schön. Und das habe ich jetzt so drin. Und wenn ich jetzt eine Rechnung erstelle für Frau Bär, dann tut er mir automatisch die Informationen gerade in die Rechnung abfüllen. Das sehen Sie jetzt dann gerade. Und so muss ich eigentlich nichts mehr eingeben. Ich kann dann nur noch die Rechnung schnell überprüfen. Und wenn ich einverstanden bin, dann ist das in Ordnung so. Und dann kann man die rauslassen. Ich sage, ja, wenn ich will die Rechnung, ich kann da unten sagen, fügt automatisch die Artikel hinzu, die ich definiert habe. Das machen wir so. Und ich habe jetzt noch die Abfallverwertung zusätzlich drin. Also ich kann Ihnen gerade eine Gesamtrechnung schicken, muss nichts mehr eingeben, könnte aber eben auch da wieder manuell noch einen Eintrag machen, wenn ich das wünsche. Kann das auch wieder bestätigen und kann da in die Druckvorschau rein. Und wenn Sie sich jetzt sagen, ja gut, das ist alles nett, aber ich würde natürlich zusätzlich, wäre es natürlich schön, wir könnten alle Kunden mit Hundesteuer
könnten wir eine Serienrechnung erstellen, dann kann ich Ihnen sagen, ist überhaupt kein Problem. Das tue ich Ihnen sehr gerne zeigen. Wir können jetzt auf der Kundendatenbank, können wir eigentlich auch da, wir gehen wieder zurück auf die Kundendatenbank. So. Wir könnten jetzt auch da einen Haken setzen und sagen, jawohl, es ist nicht nur eine Anwohnerin, sondern es ist auch Hundesteuer. Ist eigentlich nur Hundesteuer von Bären entrichtet. Wir haben sicher auch andere Kunden, die auch nur eine Hundesteuer entrichten müssen. Ich tue das jetzt schnell bestätigen, meine Eingabe. Und ich kann so eigentlich eigene Gruppierungen schaffen, wenn ich das will. Das heisst, wir gehen jetzt hier gerade mal schnell auf die Hundesteuer. Wir sehen jetzt hier sicher wieder die Frau Bär. Also das ist eine Filtermöglichkeit, die besteht. Sie haben jetzt auf der linken Seite alle Kunden, die Hundesteuer haben und entrichten müssen. Aber Sie können natürlich auch auf allen Kundinnen und Kunden, die Sie haben, können Sie natürlich entsprechend auswählen. Die werden jetzt auf der linken Seite gelistet und Sie können jetzt in der Serienfakturierung selber entscheiden, was Sie denn wollen, in Rechnung stellen und wie. Schauen wir uns doch noch ganz schnell ein bisschen genauer an, wie es steht um die Kundenrechnungen. Was habe ich da für Möglichkeiten? Sie haben nicht nur die Möglichkeit, dass Sie jetzt in dieser Übergangszeit bis September 2022 können ESO-Rechnungen rauslassen oder aber auch QR-Rechnungen können rauslassen, sondern Sie haben natürlich auf der anderen Seite auch die Möglichkeit, dass man direkt ESO-Dateien wieder importieren können. Das Gleiche gilt aber natürlich auch für CAMT 054-Dateien. Also das heisst, wir können beides im Standard lesen heute. Wir haben beide Möglichkeiten geschaffen. Das heisst, Sie müssen da nicht jedes Mal manuelle Zahlungen buchen. Sie können gerade alle Zahlungen gesammelt miteinander importieren und die werden gerade automatisch verbucht. Apropos verbuchen, haben Sie zum einen die Möglichkeit, dass Sie nebst dem automatisierten Einholen von Zahlungen und Verbuchen natürlich auch manuelle Zahlungen können erfassen können. Das heisst, ich gehe jetzt bei dieser Rechnung Vorgang ausführen und sage da, ja, ich würde die Zahlung ausführen. Jetzt kommt der Vorschlag, hat die Kundin alles gezahlt oder hat sie einen Teilbetrag gezahlt? Sie sehen da gerade direkt, ich habe wiederum Zugriff auf mein Bankkonto, sprich auf den Kontenplan von der Finanzbuchhaltung von Cresus, kann das Zahlungsdatum mitgeben und kann das mit OK bestätigen. So, ich tue den Datensatz schnell speichern, dann ist die Zahlung bereits erfasst. Betreffend Kontierung ist es so, wenn ich in die allgemeinen Einstellungen übergehe, dann haben wir natürlich auch überall in den Grunddefinitionen, wir können gewisse Vorschlagswerte hinterlegen von der Kontosteuerung her, also in welchem Geschäftsfall soll er bitte welches Standardkonto anziehen. Das ist überhaupt kein Problem. Wir haben da hinten Konten und Mehrwertsteuer. Und zum Beispiel, wenn ich jetzt das Geldkonto schnell anschaue, dann sehe ich bereits, da haben Sie wiederum Zugriff auf Ihren HRM2-Kontenplan und Sie können auch da bereits wieder die Konten so hinterlegen. Das gilt für das Konto genauso wie für Ihre Geldkonten oder Ihre Aufwandertragskonten etc. Dahin haben wir übrigens auch die ganze Mehrwertsteuersteuerung, sollte das vonnöten sein. Das wird alles selbstverständlich auf den Buchungspositionen automatisch in die Finanzbuchhaltung später übergeben. Ich tue das speichern und gehe nochmal auf die Kundenübersicht. So. Dann haben wir weitere Möglichkeiten, dass wir zum Beispiel, wenn wir jetzt sehr viele Kunden haben, ich gehe jetzt hier nochmal auf ein Auswahlkriterium und sage nach Nummer, dann tut man gerade alle Kunden, die wir haben, tut man auflisten. Und ich habe da natürlich auch wiederum die Möglichkeit, dass sehr viele Instrumente auch geschaffen worden sind, unsererseits, dass ich zum Beispiel eine OP-Liste herausladen kann, einen Bericht, eine Fälligkeitsliste und so weiter und so fort. Wir haben selbstverständlich auch die Möglichkeit, dass Sie auf die Layouts Eingriff nehmen. Das heisst, wenn Ihnen das Rechnungslayout nicht entspricht, dann können Sie selbstverständlich das selber anpassen oder durch uns anpassen lassen. Gut, ich mache die Layout-Definitionen
gerade wieder zu. Ich gehe nochmal aufs Dashboard zurück. Und es würde mich jetzt gleich einmal noch wundern, wie sieht denn so eine Mahnung aus? Übrigens sind wir auch in der Lage, alle Rechnungen und Mahnungen selbstverständlich über IMAP oder SMTP zu verschicken. Also Sie müssen nicht jedes Mal Papierrechnungen rauslassen, sondern wenn Sie Ihre Kundendatenbank gut pflegen, respektive immer ein E-Mail hinterlegen und die Rechnungen aufbereitet, dann wird automatisch, werden die Rechnungen mit einem Text, den Sie selber eingeben können, werden die an Ihre Kundinnen und Kunden verschickt. Ich gehe jetzt mal schnell auf die Mahnung in der Mahnstufe 1. Schauen wir mal schnell, wie so eine Mahnung daherkommt, weil ich bin jetzt schon 4 Wochen nicht mehr drin gewesen und ich bin ganz sicher, dass jetzt bereits Mahnstufe 2 müsste realisiert werden. Wie auch bei den Rechnungen können Sie das über alle Dokumente machen, dass Sie die Rechnungen generieren. Das heisst, es wird einfach, pro Kunde wird eine Rechnung erstellt entsprechend oder pro Kunde wird eine Mahnung erstellt. Sie können aber natürlich auch einzelne Rechnungen oder Mahnungen andrucken, wie es Ihnen lieber ist. Ich gehe jetzt hier auf den Herrn Duraki, gehe hier in die Druckvorschau rein. Jetzt sage hier erste Mahnung. Und er hat mir hier bereits einen Mahntext geschrieben, den ich selber definiert habe. Und hier unten haben wir wiederum QR-Informationen, dass Ihr Kunde möglichst schnell zahlen kann. Wir wechseln noch in die Lieferantenrechnungen über. Das heisst, wir haben jetzt eigentlich den Artikel gesehen, den Kundenstamm haben wir gesehen und die Kundenrechnungen haben wir gesehen. Und jetzt würde ich Ihnen gerne noch schnell die Lieferanten und die Lieferantenrechnungen anzeigen. Wir haben zusätzlich zu den Lieferantenrechnungen haben wir eine App entwickelt, die heisst Cresus Pay. Die ist gratis, die App, die können Sie einfach abladen. Das ist hat die gleiche Funktion wie ein Belegleser. Das heisst, Sie kommen für Android und iOS über, im App Store, beide wirklich gratis. Das stellen wir so zur Verfügung, als Ergänzung zu unserem Produkt. Ich gehe in den Lieferantenstamm über. Sie sehen relativ schnell, dass der Lieferantenstamm genau gleich praktikabel aufgebaut ist wie der Kundenstamm. Sehr übersichtlich, sehr einfach, sehr intuitiv. Wir haben Lieferantendaten, wir haben auch da wiederum die Möglichkeit von Einschränkungen, wir haben Zahlungsinformationen und auch da wieder Debitoren auch, können wir auch gewisse kundenspezifische oder jetzt da in dem Fall lieferantenspezifische Komponenten hinterlegen, sei das Kontierung, sei das irgendwelche sonstige Steuerungen mit Zahlungskondition, Rabattierungen, Skonti etc. Ich gehe retour wieder in die Lieferantenrechnungen über und ich habe jetzt mein Cresus Pay geöffnet am Bildschirm. Ich habe jetzt respektive auf meinem Handy, was Sie jetzt leider gerade nicht sehen, ich habe jetzt eine neue QR-Rechnung bekommen und jetzt möchte ich natürlich das Ganze erfassen. Das heisst, ich mache meine App am Handy jetzt einfach auf. Ich tue das Cresus Pay einfach über den QR-Code reinziehen auf dem Handy. Und Sie sehen bereits, ich komme eine Abfrage über einen Bildschirm, Kreditor unbekannt. Jawohl, das ist richtig, das ist nämlich ein neuer Kreditor. Ich habe den noch nicht im System, ich könnte jetzt sagen ja. Und dann tut er mir automatisch, tut er mir die Informationsfenster auf, wo ich brauche zur restlichen Erfassung. Sie sehen aber da bereits, alles, was er aus dem QR-Code erkannt hat, tut er mir automatisch entsprechend abfüllen im Lieferantenstand. Ich kann das mit OK bestätigen. Ja. So, jetzt fragt er noch mal schnell wegen der Zahlungsinformationen, ob die in Ordnung sind soweit. Ich tue das schnell bestätigen, tue das schnell speichern und kann jetzt nach Bedarf die restlichen Informationen gemäss erhaltener Rechnung kann ich erfassen. Genau. Er wird bereits eine Zahlung auslösen, wie wir da sehen. Er erkennt also bereits eine Fälligkeit auf dem Beleg. Auch das hat er mir erkannt. Und er will natürlich jetzt inklusive Berechnung von der Zahlungskondition automatisch am 11.09. eine Zahlung auslösen und merkt, Achtung, das ist kein Werktag. Und jetzt kann ich ihm sagen, gut, dann nimm ein späteres Datum oder tu mir bitte den Vortag benutzen.
du das mal so bestätigen. Jetzt wird das Ganze nochmal gespeichert. Also es ist sehr informativ, was wir alles aus dem QR-Code herauslesen können auf so einer Rechnung. Ich habe da bereits auf die Zahlung gesehen, auch da, er hat mir bereits den Rechnungsbetrag abgefüllt, er hat mir bereits die Zahlung ja vorgemerkt, sonst hätten wir die Abfrage jetzt nicht bekommen. Jetzt werden Sie sich sagen, ja, aber Moment mal, wir haben den 11.09.2021 gehabt. Und ich habe eigentlich gesagt, Vortag benutzen. Warum hat er das nicht gemacht? Das ist sehr eine berechtigte Frage. Warum hat er jetzt gleich den 13.09. genommen? Was der Montag wäre, wo jetzt nächste Woche kommt. Wir erkennen automatisch, wenn die Eingaben für die Banken gespart sind und tun das entsprechend ganz dann auf den nächstmöglichen Auszahlungszeitpunkt terminieren. Ich kann jetzt darauf sagen, zur Zahlungsliste hinzufügen. Das heisst, ich mache nichts anderes, als dass ich das jetzt eigentlich für das DTA oder respektive für das Pay 001 für die Zahlung vorbereite. Ich kann die Zahlung nachher allesamt machen. Er hat das jetzt aufgenommen. Die Gesamtrechnung wurde bearbeitet. Das heisst, Sie sehen ja da pendente Zahlung bei der Postfinanz. Jetzt haben wir noch eine zweite Rechnung bekommen von einem Lieferanten, der bereits bei uns im Cresus Faktura erfasst ist. Und der Lieferant kommt jetzt rein mit einer ESO-Referenzziel, also mit einem ESO-Einzahlungsschein. Das macht aber gar nichts. Wir erkennen ja beides. Also das heisst, ich nehme jetzt wieder mein Handy mit Cresus Pay und gehe jetzt einfach über die ESO-Referenzziele rein auf den Beleg. Es wird eingelesen und jetzt wird geschaffen im Cresus Faktura und Sie sehen jetzt, er liest jetzt die Daten gerade ein, die er findet. Und jetzt sieht die Maske ein bisschen anders aus. Also das heisst, er liest gerade automatisch als Rechnungsdatum da wieder raus, benutzt die übliche Zahlungsfrist 30 Tage. Jawohl, ich habe da noch weitere Eingabemöglichkeiten. Ich sage ihm da, jawohl, das will ich. Ich nehme da später ein Datum jetzt benutzen, weil wir sind ja wieder zu spät dran. Und jetzt tut er mir die Daten gerade aufbereiten, auf dem Lieferant, was betrifft. Und Sie sehen da wunderbar, wir haben Canon Swiss in Wallisellen, das Rechnungsdatum, Zahlungskondition, Mehrwertsteuer. Also es wird mir gerade alles abgefüllt. Da haben wir sogar diese Referenzziele, die eingelesen wird. Der Betrag wird mal gelesen. Das Zahldatum ist fixiert. Und da ist er auch wieder auf der richtigen Spur. Das ist ein Werktag. Und wir können auch da sagen, zur Zahlungsliste hinzufügen. Wir haben jetzt auch den Beleg als Cresus Banking übergeben. Das heisst, das wollte ich Ihnen nicht vorenthalten. Wir gehen schnell ins Cresus Banking über und sehen jetzt da die Zahlung, die wir aufbereitet haben. Postfinance wird der Abgang sein. Canon Swiss ist die Rechnung gewesen. Wir können übermitteln. Wir können da DTA Kalenderwoche zum Beispiel 36/20/21 mitgeben. Und könnt dann die Datei entsprechend für die Übermittlung speichern. Das haben wir alles automatisch natürlich hinterlegt. Und Sie können auch den Ordner öffnen, also den Zielordner etc. Und haben dann da die Pay 001-Datei, wo Sie der Bank entsprechend auf den Bankenrechner stellen können, damit die Zahlung dann auch ausgeführt wird. Wir sind so weit gegangen, dass wir auch für Finanzinstitut, sofern Ihr Finanzinstitut bereits parat ist, bieten wir ein Interface an, das heisst EBIX oder API. Also Sie können direkt aus dem Cresus raus, können Sie sich einwählen auf Ihren Bankenserver und müssen nicht extra noch eine Datei abspeichern und sich nachher noch bei der Bank einwählen etc. Also wir haben den Prozess vereinfacht, dass Sie eigentlich aus einem Guss raus die Zahlungen können aufbereiten und Ihrem Finanzinstitut direkt schicken. Zum Schluss würde ich gerne nochmal in die Finanzbuchhaltung mit Ihnen eintauchen. Und zwar gibt es noch diverse Möglichkeiten, die sich bieten. Wir fangen an mit Tipps und Tricks. Das heisst, ich gehe da nochmal ins Journal. Und dann oben sehr starke Suchmöglichkeiten, also sprich der Instant-Filter, den haben Sie schon gesehen, das ist eigentlich eine Schnellsuche. Ich zeige das gerne mal schnell. Wenn ich da Ihnen
einfach zum Beispiel das Konto eingibt, das kann aber auch ein Text sein, dann tut mir das Programm gerade automatisch alles anzeigen, egal, wo noch findet. Durch meine Eingaben. Ich bin so natürlich wesentlich agiler und schneller im Auffinden von Informationen in meinem Buchungsjournal. Ich könnte aber natürlich auch den Instant Filter ausschalten. Das heisst, ich kann einfach auf Escape und dann ist er weg. Dann stört er mich auch nicht beim Buchen. Ich könnte aber auch da auf den Filter, das ist dann der grosse, Suchmöglichkeit, die sich da bietet. Also da haben wir diverse Möglichkeiten, die wir eingeben können. Von der Kontonummer über Betrag, über einen Buchungstext, also da haben wir diverse Auswahlmöglichkeiten. Ich gebe jetzt da beim Buchungstext einfach mal einen Buchungstext ein, wo ich am Suchen bin, und er springt mir sofort auf die Buchung, die ich effektiv gesucht habe. Ich habe da die Möglichkeit, dass ich zum Beispiel sage, jawohl, da habe ich einen Fehler gemacht, das ist Soll und Haben, habe ich vertuscht, das ist falsch gewesen. Ich kann auf die rechte Maustaste, habe dann im Dropdown-Menü weitere Möglichkeiten, die ich kann wählen kann. Eine davon ist sehr interessant, Soll, Haben, Vertuschen, das heißt, ich muss die Buchung nicht extra stornieren oder löschen und kann einfach sagen, tu mir das bitte korrigieren entsprechend, und Sie sehen, er tut das gerade automatisch umbuchen. Dann haben wir weiter die Möglichkeit, dass ich auf der rechten Maustaste zum Beispiel auf Duplizieren kann. Dann tut er mir automatisch die Buchungsinformationen da unten in die Buchungsziele hineinschreiben. Natürlich ist das jetzt nicht der gleiche Betrag, aber wir haben den gleichen Geschäftsfall. Da tue ich einfach den Betrag noch ergänzen. Tue vielleicht das Datum noch schnell anpassen. Dann sage ich da vielleicht den 30. Mai 2021. Die Konten sind ja soweit korrekt. Das ist da haben wir einfach noch einen Warenbezug gehabt und kann dann das weiter bestätigen. Und dann ist der bereits gebucht. Dann muss ich mir über den Buchungsvorgang eigentlich, welches Konto soll bebucht werden oder welche Konto muss ich mir nicht mehr stellen, die Frage. Dann haben wir weiter die Möglichkeit, dass ich unter Umständen als Finanzverantwortlicher Jahresende nicht unbedingt will, dass mir noch irgendjemand reinbucht. Auch da gibt es Möglichkeiten. Wir haben unter Buchhaltung können wir eine Periode sperren, also von bis, können wir sperren und entsprechend wieder auflösen, wenn wir das wollen. Oder wir können natürlich eine Buchungsperiode fixieren bis zu einem bestimmten Datum. Ich gebe jetzt einfach mal den 31.12.21 ein, tue das mit OK bestätigen und jetzt kann mir niemand mehr reinbuchen, entsprechend. Sobald ich einen Vorgang jetzt für auslöse, würde ich eine Fehlermeldung kriegen. Das heisst, ich tue das wieder auflösen, ich nehme den Haken wieder raus und tue das wieder auf OK stellen. Jetzt würde ich jetzt eine Mutation auf eine Buchung machen, dann kann ich selbstverständlich alles wieder wie gewohnt buchen. Dann haben wir natürlich auch eine integrierte Mehrwertsteuerkomponente. Das heisst, Sie können ganz normal eine Verprobung machen. Da könnt ihr Verprobungslisten rauslassen. Ich tue jetzt einfach einmal schnell das erste Quartal generieren. Bis 31.03.21. Ich habe da natürlich weitere Selektionsmöglichkeiten, die ich eingeben kann. Ich lasse das einmal schnell ausgeben. Und ich sehe da, ich habe eine Steuerbuchung drauf. Und kann dann das entsprechend abgleichen, sollte das nötig sein. Ich gehe jetzt auf die effektive Mehrwertsteuerabrechnung. Wir haben ja eingangs gesagt, wir sind effektiv vereinbart und wir können quartalsweise abrechnen. Ich kann da, habe ich eine kleine Vorschau, ich kann da auf Seitenansicht, könnte jetzt Musterabrechnung anschauen, das machen wir jetzt einfach einmal. Das wäre meine Musterabrechnung, könnte die drucken entsprechend. Ich entscheide mich jetzt aber für Schliessen und kann die Abrechnung dann speichern. Und Sie sehen, er tut dann automatisch, tut er mir weitere Buttons auf. Ich kann jetzt zum Beispiel auf dem ersten Quartal sagen, jawohl, ich habe die geprüft. Ich kann die fertigstellen. Ich kann Kontaktperson eingeben, meine Telefonnummer und die Abrechnung jetzt fertigstellen. Ich könnte jetzt sogar sagen, jawohl, das ist wunderbar, ich habe alles geprüft, ich habe meine Mehrwertsteuer fertiggestellt. Und könnte jetzt über E-Mehrwertsteuer exportieren, könnte ich meine Mehrwertsteuerabrechnung
auslesen. Er tut mir dann automatisch gerade Seiten auf von der eidgenössischen Steuerverwaltung und ich könnte die Daten entsprechend elektronisch einreichen. Dann haben wir selbstverständlich noch alle Auswertungen rund um Bilanz und Erfolgsrechnung. Ich tue jetzt hier Bilanz mal schnell starten. Ich sage jetzt da, ja, natürlich wieder diverse Einstellungsmöglichkeiten, aber ich sage jetzt da, ich will jetzt einfach mal Zuwachs und Abgang sehen und lasse das mal schnell so laufen. Ich sehe jetzt da, auf der rechten Seite sehe ich Zuwachs, Abgang. Ich sehe es in der Periodizität drin. Ich sehe Bestände und Bestandesänderungen entsprechend werden dargestellt. Also, da habe ich diverse Möglichkeiten. Auch in der Erfolgsrechnung habe ich selbstverständlich die Möglichkeit, mir gewisse Werte anzeigen zu lassen. Ich nehme jetzt die Gliederung nach Funktionen, will das mit dem Budgetwert zum Beispiel anzeigen lassen, tue das so ausgeben. Und man sieht jetzt auch sehr gut, ich habe den Aufwand, ist Ertrag, ist vom laufenden Jahr. Ich habe Budget auf dem laufenden Jahr und kann zum Beispiel die Werte einander gegenüberstellen. Dann haben wir sehr ein starkes Instrument geschaffen bei den Auswertungen für die Jahresendverarbeitungen. Ich kann hier auf Ansicht, kann auf die Excel-Tabelle gehen und da habe ich angebundene Modelle für die Jahresendverarbeitung. Ich kann aber eigene Modelle auch selber anhängen. Das ist überhaupt kein Problem. Also ich kann mir eigentlich vorgefertigte Excel-Listen kann ich mir selber kreieren und anhängen. Ich entscheide mich für den Jahresbericht HRM2 und also das Excel direkt ausführen. Da müssen Sie jetzt schauen, dass der Haken draussen ist. Genau. Und dann gehen wir auf OK. Und jetzt geht es einen Moment, bis das Excel aufbereitet wird. Da tut er jetzt alle Daten, die er findet, die unterjährig gebucht worden sind, etc., erfasst worden sind, tut er jetzt entsprechend darstellen, den Excel-Expert, den er jetzt macht, damit sie wesentlich effizienter im Jahresabschluss sind. Er macht dann gerade automatisch das Excel auf. Das wird gerade gestartet und geöffnet. So, ich mache das jetzt gross. Jetzt ist er da fertig geworden. Ich mache das schnell gross. Ja, er rechnet noch. Das sind wirklich sehr viele Daten, die man da muss exportieren und an die richtige Stelle setzen. Und durch das, wie gesagt, sind sie wesentlich effizienter im Jahresabschluss. Er tut da immer noch Daten aufbereiten. Das kann durchaus eine Weile gehen, bis er so weit ist. Sie sehen jetzt auf der Titelseite, tut er die Jahresrechnung, mein Dorf, wenn ich jetzt in den Stammdaten etwas eingegeben hätte, Bürgergemeinde, etc. Ich kann jetzt die Berichte so anschauen. Das heisst, er hat mir tatsächlich alles, was ich für den Abschluss brauche, hat er mir bereits tabellarisch aufbereitet. Das ist wunderbar. Also ich kann einen Grossteil von meiner Jahresabschlussarbeit kann ich getrost Cresus übergeben und das wird mir alles aufbereitet. Es ist uns bewusst, dass Sie sicher nicht alle Auswertungen brauchen, die Sie jetzt da unten sehen, die ich jetzt gerade durchklicke. Aber das ist natürlich abhängig, wie Sie aufgestellt sind. Und wir haben uns dafür entschieden, dass wir einfach die grösstmögliche Granularität anbieten. Das ist also wirklich sehr ein gutes Instrument aus unserer Sicht, um Ihnen die Arbeit ein bisschen zu erleichtern während der Jahresendzeit. Dann tue ich das Excel mal schliessen für den Moment. Ich tue das nicht speichern. Ich gehe zurück in meine Cresus-Software und würde noch gerne ein paar Worte zum Budget verlieren. Schauen wir doch das Budget mal an. Das heisst, ich kann über Ansicht, auch da beim Budget, kann ich sagen, jawohl, ich schaue jetzt die Budgets mal an. Ich kann hier wählen. Vorjahr möchte ich das 19. Ich will das Jahr 21 budgetieren. Ich will das Budget revidiert sehen. Und er soll mir gerade bitte einen kleinen Forecast machen vom Budget bis 2025. Ich lasse das einfach einmal laufen. Sie sehen jetzt dort die Ist-Zahlen 19, 20, 21. Dann BR 2021, das ist das Budget revidiert. Und wir haben eigentlich den Finanzplan, den wir hier sehen, Budget 21 bis Budget 25. Jetzt kann ich selbstverständlich selber Budgetpositionen setzen. Das heisst, ich kann jetzt einfach hier reinklicken, ich gebe da 50.000 ein und Sie sehen, die 50.000 sind erfasst.
Damit Sie nicht alles selber eingeben müssen, ist es natürlich interessanter, wenn man Budgetwerte übernehmen kann. Dann müssen Sie nicht mehr alles von Hand erfassen. Das heisst, wir gehen einfach in die Budgets übernehmen und können da diverse Einstellungsmöglichkeiten vornehmen. Also wir können das Budget vom Vorjahr ins laufende Budgetjahr übertragen oder auch das laufende Budgetjahr ins nächste Budgetjahr und so weiter und so fort. Also da haben wir ein paar Möglichkeiten geschaffen. Wir haben aber auch noch eine andere Möglichkeit, wie wir die Budgetwerte übertragen können. Wenn ich zum Beispiel da sage, übertragen ins Budget, dann sage ich Budget übertragen und Sie sehen da schön, ich kann zum Beispiel Saldowert übernehmen, also diese Zahlen übernehmen und dieses Budget vortragen. Das machen wir jetzt einfach einmal. Ich tue jetzt das Budget 24 befüllen. Das ist natürlich nicht ganz praktikabel, was wir da jetzt machen, aber es hat den Effekt, dass man es ein bisschen besser sieht. Also ich tue diese Zahl 21 ins Budget 24 übergeben. Ich habe da noch eine Berichtigungsmöglichkeit. Ich kann 5% Berichtigung eingeben, wenn ich das will, von der Wert her. Ist der Wert positiv, gebe ich einfach ein 5 ein. Wäre der Wert oder respektive Budgetberichtigung gegenüber korrigierbar, dann müsste ich da ein minus 5 eingeben. Ich lasse das jetzt aber mal so stehen und sage übertragen. Er fragt nochmal, soll ich wirklich übertragen? Jawohl, sehr gern. Und Sie sehen, da hinten beim Budget 2024 haben wir jetzt entsprechend die Werte drin. Nachdem ich Budget über 5 Jahre erfasst habe, kann ich selbstverständlich auch einen Finanzplan ausgeben. Auch da haben Sie wieder oder hätten Sie auch die Möglichkeit, über Ansicht wieder in die Excel-Tabellen rein. Und Sie sehen da zum Beispiel einen Budgetbericht über ein Jahr oder Sie hätten den Finanzplanungsbericht HRM2 über die nächsten 5 Jahre, wo Sie wiederum ins Excel können ausgeben können. Ich im Moment verzichte auf den Punkt, weil er doch wieder ein bisschen Zeit braucht, bis die Daten aufbereitet sind. Ist aber sehr effizient, damit Sie da möglichst schnell an einen Auswertungsbericht ankommen, wo Sie entsprechend auch schnell könnten abgeben. Unsere HRM2-Lösung von Cresus ist somit eine ideale Lösung für kleinere Organisationen. Es ist extrem intuitiv, also es ist sehr einfach zu bedienen und es wird bereits von sehr, sehr vielen Kunden, die HRM2 brauchen, eingesetzt. Wir hoffen, dass wir Ihnen einen kleinen Einblick geben dürfen in unsere Produktepalette. Und würden uns freuen, wenn wir Sie beraten dürfen diesbezüglich. Wir stehen Ihnen sehr gern zur Verfügung oder auch für eine Präsentation selbstverständlich. In dem Sinn wünschen wir Ihnen eine gute Zeit und viel Freude in dieser anstehenden und sicher auch herausfordernden Budgetrunde. Auf Wiedersehen miteinander.